Was geht, Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich selber auch die Bibel einfach lese. Und ja, ich hoffe, das macht Sinn, was ich jedes Mal sage. Wir haben bis jetzt in Markus 8, Verse 1 bis 15, 16 bis 21 gelesen. Und fangen jetzt weiter an bei Vers 22. Und da heißt es: In Bethsaida, oder Bethsaida, brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Da sehen wir wieder, sie kommen dahin, weil sie wissen, dass Jesus kann. Die Jünger, die fangen jetzt schon an und sagen, hey, wir haben nur ein Brot, was machen wir jetzt, verhungern wir jetzt, obwohl sie direkt an Jesus dran sind. Das ist der Unterschied, direkt am Anfang. Das ist der Unterschied zwischen, hey, ich habe Brot hier irgendwo, über, warum macht ihr euch Sorgen machen, und brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Also der Unterschied, ich gehe jetzt schon tief rein, bevor ich überhaupt gelesen habe, aber sie glauben daran, dass Jesus kann. Aber lesen wir weiter, 23. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er den Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er, ich sehe Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes. Und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf den Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Wieso? Weil er wahrscheinlich wieder nicht erzählen soll, was passiert ist. Wie auch immer, kommen wir zu der Zusammenfassung, die ich immer so gerne mache. Ist einfach nur erklären, was passiert ist, damit wir verinnerlichen, was wir da gelesen haben, damit wir nicht einfach nur alles überlesen und sagen, hey, ich habe die Bibel gelesen, aber Gott hat nicht mit mir gesprochen, sondern dass wir das Wort wirklich lesen und verinnerlichen. Also, was ist passiert? Wie ich schon gesagt habe, die Leute brachten einen Mann mit dem Glauben, dass Jesus ihn heilen kann. Das sehen wir, indem wir lesen, du musst ihn nur berühren und heilen. Hier, bitte, mach das. Und wenn sie nicht glauben würden, dann würden sie nicht mit dem Mann dahin gehen, sondern würden nur an den Mann sein und sagen, hey, was ist, wenn er nie wieder sehen kann? Das ist der Unterschied. Und wir sehen, dass sie da hinkommen. Und dann, was ein bisschen anders ist diesmal, ist eine merkwürdige Art und Weise, wie Jesus ihn heilt. Und wir sehen oft Situationen, wo Jesus ein bisschen anders handelt, als wir jetzt gedacht hätten. Also wir hätten jetzt gedacht, geheilt. Aber nein, er hat es in zwei Versuchen gemacht. Genau, erstmal spuckt er ihm ins Gesicht, beziehungsweise in die Augen. Das ist schon mal super merkwürdig. Und dann ist es noch merkwürdiger, dass Jesus zwei Versuche braucht, um diesen Mann zu heilen. Letztendlich heilt er ihn, schickt den Mann weg und sagt, hey, aber geh nicht wieder durchs Dorf. Meine Theorie ist jetzt einfach nur, weil er wahrscheinlich nicht möchte, dass er zu viel Aufsehen erregt, was er ja so häufig schon gemacht haben. Aber da werden wir heute nicht drauf eingehen. Wir gehen drauf ein über die zwei Versuche. Ist Jesus nicht allmächtig genug? Oder wieso hat er zwei Versuche gebraucht? Wieso hat Jesus in diesem Augenblick nicht einfach nur diesen Mann geheilt? Und das war's. Und ich glaube fest daran, dass Jesus, alles was Jesus getan hat, Sinn ergibt. Alles, was Jesus getan hat, hat einen oberflächlichen Sinn und einen tieferen Sinn. Und der tiefere Sinn hier ist pädagogisch, um zu lehren und um zu zeigen, die Leute, die da waren, aber vor allem den Menschen, der geheilt wurde.
Denn ich glaube, dass wenn Jesus in unserem Leben alles wegnehmen würde, was uns beschwert, macht das Sinn? War das Deutsch? Ich hoffe schon. Alles wegnehmen würde, was uns stört, dann würden wir Jesus nicht die Dankbarkeit geben. Und wir würden nicht aus dieser Situation lernen. Also stellt euch vor, ihr habt eine Krankheit, eine schwere Krankheit. Ihr betet dafür, Krankheit ist weg. Was würde das mit euch machen? Nicht viel. Erstens, ihr würdet gar nicht so dankbar sein, weil alles sofort weg ist. Aber viel wichtiger ist es nämlich der Prozess. Ich finde, der Prozess ist viel wichtiger. Hier ist es klein gehalten in diesen zwei unterschiedlichen Beispielen, aber zwei Sachen, die man da rausnehmen kann. Ich sage immer zwei Sachen, ohne überhaupt zwei Sachen im Kopf zu haben. Eine Sache in meinem Kopf, die ich sagen wollte, ist, dass Jesus den Mann fragt, hey, siehst du? Und der Mann hätte zufrieden sein können mit das, was er sieht, weil er sieht mehr, als er vorher gesehen hat. Aber er bestand darauf, dass Jesus vollkommen heilt. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, in dieser Leidensphase, er war blind, wir haben auch Leidensphasen. In diesen Leidensphasen kommen wir Jesus so viel näher. Und wenn alles sofort weg wäre, dann würden wir diese Momente nicht haben, wo wir so viel lernen könnten, so viel Nähe an Gott haben würden. Weil das Ding ist, wenn es uns immer gut, das ist ein besserer Punkt, wenn es uns immer gut gehen würde, würden wir irgendwann vergessen, dass wir Jesus brauchen. Und das ist ja das Problem für uns Deutsche allgemein oder uns in den westlichen Städten, Ländern, wie auch immer, dass es uns zu gut geht, dass Leute aus ärmeren Ländern schon nach Deutschland missionieren, weil sie sagen, für uns ist es so schwer, Gott zu sehen, Gott zu finden, weil es uns ja so gut geht. Und genau so ist es hier mit dem Beispiel, würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn alles sofort weg wäre, alle unsere Leiden und alles, was uns beklagt, alles, was schlecht ist, wenn das sofort weg ist, dann würden wir nicht Gott suchen. Und deshalb hat so viel, was Jesus tut, pädagogische Gründe. Manchmal dauert nämlich die Heilung einfach länger. Manchmal dauert sie nur einen Tag, manchmal dauert sie Wochen, Monate, Jahre und manchmal ist sie auch das ganze Leben da. Aber in dieser Zeit, wo wir leiden, suchen wir Gott viel mehr und kommen Gott auch viel näher. Und das ist manchmal der Grund, wieso wir durch so schlechte Phasen gehen müssen. Es ist ein Grund, es ist nicht der Grund, es ist ein Grund manchmal oder es kann ein Grund sein, wieso wir durch diese Phasen gehen. Paulus hat es auch schon mal angesprochen, so, hey, ich habe hier so ein Wehwehchen, also mehr als ein Wehwehchen, aber das nimmt Gott mir nicht weg. Und der Grund dafür ist auch meistens, dass wir nicht überheblich werden. Und das sagt Paulus auch, dass wir nicht überheblich werden. Und genauso glaube ich, ist dieses Gleichnis auch oder dieses Beispiel auch zu sehen, ist, dass Jesus nicht mehr Versuche braucht. Also wenn Jesus möchte, dann kann Jesus schnipsen und er ist geheilt. Nein, die Sachen, die er tut, ist nicht für sich selber, sondern für die anderen Menschen, für die Person, die geheilt wird oder um die Person drumherum. Und deshalb hoffe ich, dass ihr daraus was nehmen konntet, aus dieser Leidensphase, dass ihr allgemein aus Leidensphasen was nehmen könnt, weil wenn ihr Gott sucht, dann seid ihr auch in dieser Leidensphase immer noch gestärkt, aber die Leidensphase hilft euch auch, stärker zu werden. Und falls ich was vergessen habe oder falls ich was ausgelassen habe, schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Ich habe hier immer Playlists. Einmal Markus Evangelium, alle Kapitel, die ich jetzt bis jetzt durchgenommen habe. Und auf dieser Seite ist ein Video über Wunder, wenn ich das überhaupt habe.